Cyberpunk 2077 wird auf der Gamescom erstmals im Publikumsbereich gezeigt. Der Epic Games Store bekommt endlich Cloud-Saves und eine Studie zeigt, welche Online-Games die schlimmsten Communities haben. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Wenn das mit dem Release im April 2020 für Cyberpunk 2077 hinhaut, dann ist rein rechnerisch ja diese Gamescom der letzte große Auftritt auf einer großen Publikumsmesse und den zelebriert CD Projekt Red jetzt entsprechend, indem man das Spiel diesmal auch wirklich dem Publikum zeigt. In einer Pressemitteilung erklärt CD Projekt Red nämlich jetzt, dass man das Spiel vom Mittwoch bis zum Samstag im Stand in Halle 6, das ist der Stand mit der Nummer C49, dort wird man das Spiel vorführen in einer Gameplay-Demo. Unklar ist aber noch, wie ausführlich diese Gameplay-Demo ist, beziehungsweise ob das die gleiche ist, die auch die Pressevertreter zu sehen bekommen. Die war im vergangenen Jahr fast eine Stunde lang und das wäre bei so einem großen Publikumsandrang vielleicht ein bisschen viel. Da müssen wir noch abwarten, was da wirklich die letzten Informationen sind. Außerdem findet am Cyberpunk-Stand während der Gamescom am Messefreitag auch die Qualifikationsrunde für den großen Cosplay-Wettbewerb statt. Wer diese Vorqualifikation gewinnt, der kann schon $2000 mit nach Hause nehmen und bekommt außerdem ein Ticket für das große Finale und dort geht es dann um 30.000 US-Dollar. Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn. Der Epic Games Store bekommt ein lange gefordertes Feature, nämlich Cloud Saves. Die werden ab sofort für einige wenige ausgewählte neue Spiele ausgerollt. Für alle Titel ist das Feature aber noch nicht aktiviert. Das soll in Zukunft aber definitiv noch passieren, bestätigt der Epic-Chef Tim Sweeney über Twitter. Nur wann genau, das sagt er noch nicht. Das heißt halt nur, in Zukunft soll das für alle Spiele verfügbar sein. Das ist ein Riesenkritikpunkt am Epic Games Store gewesen, dass es keine Cloud-Saves gibt. Das sollte jetzt zumindest einige der Kritiker vielleicht ein bisschen besänftigen. Immerhin hat der Konkurrent Steam dieses Feature schon seit 2008. In einer Studie hat die amerikanische Organisation ADL, die Anti-Defamation League, herausarbeiten lassen, welche Online-Games-Communities die unangenehmsten sind. Dazu hat man die Befragten aus einer Liste von 15 populären Multiplayer-Spielen die Spiele auswählen lassen, in denen sie am ehesten schon mal belästigt oder sogar bedroht wurden. Und diese traurige Liste führt mit 79% der Stimmen Dota 2 von Valve an. Auf dem zweiten Platz mit 75% der Stimmen landet dann ebenfalls ein Valve-Spiel, nämlich Counter-Strike Global Offensive. Und auch die restlichen Platzierungen landen alle bei um die 75%, als da wären Overwatch von Blizzard, PUBG von PUBG Corp und League of Legends von Riot. Im Umkehrschluss hat man dann aber auch die Befragten gefragt, in welchen Spielen haben sie denn bisher schon die positivsten Erfahrungen gemacht? Und diese Positivliste führt mit 59% der Stimmen World of Warcraft an, danach mit 55% Minecraft, 51% für NBA 2K und schließlich Overwatch mit 49%, CSGO mit 48% und Fortnite mit 47%. Wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist, das zeigt natürlich schon, dass diese Liste nicht weltweit repräsentativ ist. Auch wie unterschiedlich die Erfahrungen der einzelnen Spieler sein können, ist schön dadurch zu sehen, dass einige Spiele in beiden Listen auftauchen, namentlich CSGO und Overwatch, die sowohl bei den besten als auch bei den schlimmsten Communities auftauchen. Und ein bisschen Kritik ist natürlich auch dafür da, dass man in dieser Befragung 15 Spiele vorausgewählt hat und die Kandidaten nicht einfach per Freitext irgendein Spiel hat eintragen lassen. Alarmierend ist letztlich auch das Ergebnis, dass 74% der Befragten schon mal in Online-Spielen belästigt wurden und immerhin 35% der Beteiligten angegeben haben, dass sie auch selbst sich schon mal online ziemlich daneben benommen haben. Die Mac-Fortsetzung MechWarrior 5 kommt später und exklusiv in den Epic Games Store. Das hat jetzt der Entwickler Piranha Games offiziell bestätigt und erklärt, dass diese Partnerschaft mit Epic enorm wichtig ist, dass man die sich selbst gesteckten Qualitätsziele auch erreichen kann. Und das sollte auch der Fall sein, denn immerhin ist das die erste MechWarrior Singleplayer-Fortsetzung seit 17 Jahren. Dass das Spiel jetzt im Epic Games Store ist, wird bestimmt nicht viele Spieler erfreuen. Immerhin wurde das Spiel ursprünglich für einen Steam-Release angekündigt. Und noch kann man sich das Geld hier zurückfordern. Das geht noch bis zum 1. September. Dann verliert man aber auch die Möglichkeit, vorab am Closed Beta Test teilzunehmen und bekommt natürlich auch keine Vorbesteller-DLCs, wenn man sich das Geld zurück auszahlen lässt. MechWarrior 5 wird jetzt nicht mehr am 10. September, sondern erst am 10. Dezember erscheinen. Die Closed Beta ist momentan für den 5. November geplant.
Bad Yoke heißt das neue Studio, das zwei Ex-Machine-Games-Entwickler gegründet haben, und das haben sie aus einem Grund gegründet. Sie haben diese ganze Crunch-Geschichte in der Spielebranche bis hier oben. Sie wollen also in ihrem neuen Studio dafür sorgen, dass durch realistische Projektplanung und geregelte Arbeitszeiten die eigene Belegschaft nicht über längere Zeiten langen Überstunden ausgesetzt sind. Ihre Maxime im Studio bedeutet, zuerst kommt die Gesundheit der Mitarbeiter, dann die Zufriedenheit der Mitarbeiter und dann erst das eigentliche Spiel. Genau das hat aber die Gründer Michael Paixão und Joel Johnson bei ihrem bisherigen Arbeitgeber Machine Games und auch bei vielen anderen Studios gestört, dass da einfach auf dem Rücken der Mitarbeiter das Ganze ausgetragen wird. Das erste Projekt von Bad Yoke wird dementsprechend auch eher ein kleines Spiel, ein kleines Indie-Projekt. Mehr Infos dazu sind aber noch nicht bekannt. Es ist Freitag, das heißt, es ist Zeit für kostenlose Spiele am Wochenende, und da gibt es diesmal eine ganze Menge. Das erste Angebot ist Gears 5. Das gibt es dieses Wochenende im Technical Test zu spielen, aber nur für all jene, die ein kostenpflichtiges Xbox Live Gold-Abo haben. Ansonsten kann man das aber das ganze Wochenende kostenfrei ausprobieren. Im Epic Games Store gibt es dagegen komplett kostenlos Moonlighter und außerdem This War of Mine. Beide Spiele also komplett kostenlos herunterladbar. Auf Steam gibt es dagegen gleich mehrere Gratisspiele, die ihr zumindest an diesem Wochenende komplett spielen könnt. Das ist zum einen Worms WMD, außerdem, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Disgaea für den PC und letzten Endes der Multiplayer-Shooter Squad. Auch da gibt es ein Gratis-Wochenende auf Steam. Das war's für diese Woche mit den News. Jetzt noch zwei Programmtipps. Hier zeigen wir euch, was beim Epic Games Store so richtig nervt, und hier zeigen wir euch, was es mit MechWarrior 5 auf sich hat. Hier abonniert ihr uns bitte. Ansonsten euch jetzt ein schönes Wochenende und bis Montag weiterspielen.